Hallo, liebe Bierfreunde. Das ist Bum. Das ist Lars. Wir sind vom Brewkammer. Und wir haben heute unser Frühlings-Maibock-Special. Ihr könnt ja mal in die Kommentare drunter schreiben, was richtig oder falsch ist. Wir haben es noch nicht so richtig rausgekriegt. Frühlingsbock, Maibock ist definitiv nicht das gleiche wie der Fastenbock. Dazu kommen wir. Aber eines ist sicher, der Mai ist im Frühling. Das ist so. Das ist korrekt. Also beides irgendwie richtig. Wir haben 5 Maiböcke hier. 2 kraftige und 3 normale sozusagen. Wir haben das Grillwurstwunder. Oder nee, das Grillwunder. Das heißt nur noch Grillwunder. Es hieß mal Grillwurstwunder in der letzten Saison. Was eigentlich geiler wäre. Aber das heißt jetzt nur noch Grillwunder. Vielleicht wegen die Veganer? Ja, wegen diese Veganers. Grillwunder Maibock aus der Wittorfer Brauerei aus Neumünster hier in Schleswig-Holstein. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass man vermieden hat, das mit der Wurst, um nicht die Assoziation zu Rauchbier zu schaffen? Wäre auch eine Erklärung. Könnte sein, ja. Dann haben wir den Frühlingsbock von Lille aus Kiel. Sehr schön. Dann haben wir den Frühlingsbock der Flensburger Brauerei aus, ihr kommt nie drauf. Bald aus Schleswig. Ich habe es gerade gelesen. Es gibt Diskussionen, das Logistikzentrum und ich meine die Abfüllung der Flensburger Brauerei in Schleswig-Schubü neu zu bauen, weil das Gelände zu klein geworden ist. Das nur am Rande. Dann als nächstes das Urgestein. Einbeck als Ursprungsort der ganzen Bockbier-Mythologie. Daher kommt auch der Name Einbeck-Bock. Ja, Beck-Bock. Das ist es, hat nichts mit der Ziege zu tun. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch das nochmal reinziehen, wenn es euch interessiert. Also der Mai-Urbock von der Einbecker Brauerei aus Einbeck. Boah, Leute. Es könnte quasi als das Mekka des Bockbieres gelten, aber ob das geschmacklich heute noch zutrifft, werden wir herausfinden. Und dann der Maibock der Mönchshof Brauerei aus Kulmbach. Das sind die 5. Der einzig süddeutsche Vertreter quasi. Also wenn man jetzt von hier aus gesehen, Einbeck ist natürlich auch noch südlich von Kiel, aber immer noch Norddeutschland. Und der Rest sind wirklich schleswig-holsteinische Maiböcke. Und dann eben Kulmbach ist, wo ist das? Oberfranken. Oberfranken. Das ist der Wahlkreis vom Guttenberg. Ach, ja. Falls jemand den noch kennt. Also, warum die Auswahl so ist, wie sie ist, ich habe hier einfach die 3 Böcke hier halt im Supermarkt gekauft in Kiel und dementsprechend kriegst du natürlich viel mehr norddeutsche Biere als süddeutsche, aber soll uns nicht weiter stören. 5 sind erstmal genug zum Testen, wir haben ja auch noch andere Sachen heute vor. Willst du schon mal einschenken, während ich ein bisschen was erzähle? Ich reiß mal die erste Dose auf. Reiß mal die Dose auf. Also, machen wir erstmal Theorie und dann gehen wir ans Testen. Der Maibock heißt deswegen Maibock, weil er in der Regel im Mai oder auch schon ein bisschen früher veröffentlicht wird. Warum? Der Maibock schließt die Lücke zwischen dem Fastenbock. Du müsstest mir mal den Öffner geben. Den kannst du haben. Ich danke dir. Der Maibock schließt die Lücke zwischen dem Fastenbock, der eben zwischen Fasching und der Fastenzeit getrunken wird, und der Hochsommerphase, die Sommerpause für Bockbiere. In der Regel trinkt man im Sommer nicht ganz so hochprozentiges Bier. Und genau in diese Lücke eben, also wenn es schon wärmer wird, aber noch nicht so richtig warm ist, in diese Lücke stößt traditionellerweise der Maibock, auch anscheinend manchmal Frühlingsbock. Was, I love it! Sehr schön. Was auch noch beim Maibock dazugehört ist, dass er eine typische Bockbierstärke haben sollte, das heißt 6,5 oder mehr Volumenprozent Alkohol, aber tatsächlich bindend ist, sind die Grad Plato, 16 Grad Plato für einen normalen Bock und 18 Grad Plato für einen Doppelbock. Was dann jetzt das Besondere ist, weil das ist für jeden Bock gleich, die 16, 18 Grad Plato Einteilung, das ist egal, ob es ein heller, dunkler, ein Weihnachtsbock oder sonst was ist. Was dann beim Maibock etwas spezieller ist, neben der hellen Farbe, die es ja auch beim Fastenbock oder beim anderweitig hellen Bock gibt, ist, dass man den in der Regel mit einer schönen, für deutsche Traditionsverhältnisse sogar relativ hohen Hopfengabe einbraut. Und zwar nimmt man da gerne die traditionellen deutschen Edelhopfen. Dazu gehören
Saatzer zum Beispiel, Tettnanger, Hallertauer Mittelfrüh, das sind so die typischen deutschen Edelhopfen. Was da eigentlich nicht drin sein sollte, zumindest wenn man stilecht vorgehen will, sind zum Beispiel diese ganzen modernen Hopfen, die man aus dem Craft-Beer-Bereich kennt, die ganzen amerikanischen Hopfen, neuseeländischen Hopfen, teilweise japanische Hopfen und so weiter und so fort. Also wir haben es jetzt hier mit einem urdeutschen Stil zu tun und ich würde behaupten... Farblich ist das schon mal ein Riesenunterschied. Ja. Also ich halte jetzt mal den ersten und den letzten hoch. Ja. Das ist der erste, das ist das Grillwunder und das hier ist der Mönchshof, das sind da ganz andere Farben. Ne? Also sieht man schon hier der Unterschied, dann haben wir hier so einen, ne? Der ist so ein bisschen hier, ne? Erster zum zweiten. Mhm. Auch was die Trübung angeht, sind die nicht alle völlig identisch? Genau, also der Lillebock ist der trübste, wie wir gerade feststellen. Also die beiden Craftigen, das liegt natürlich ein bisschen auch an den Produktionsmethoden. Genau. Die industriell produzierten sind in der Regel auch filtriert. Genau. Deiner ist, glaube ich, sogar, dein Lillebock hat nicht so viel Trübung abgekriegt. Nee, du, ich habe dir ja mal ein zweites eingeschenkt. Genau. Also du dürftest die trüberen... Aber man kann wirklich sagen, also schon mal die erste Erkenntnis... Die Craft-Böcke sind leicht trüb, die Industrieböcke sind annähernd glanzklar. Ja. Ja. Ansonsten ist bei den Industrien auch so, also hier der Flensburger gelb, der Einbäcker so ins Kupferige gehend und so richtig rötlich, ne? Und der Maibock hier, der ist richtig rötlich. Haben die da drauf geschrieben, was sie für Malz drin haben? Das sieht nach Melanoidin wieder aus. Da kennt sich wieder der Fachmann aus, steht nichts Genaues drauf. Okay. Wie riecht immer. Aber auch auf jeden Fall karamellig. So, ja. wollen wir mal von links nach rechts durchschnuppern? Ich würde sogar, hast du dir das überlegt? Ich weiß es halt nicht. Voraussichtlich werden die ja, wenn wir von links nach rechts gehen, werden sie ja wahrscheinlich geschmacklich schlechter. Also, oder schwächer. Mhm. Die meisten Craftbeere sind geschmacklich ein bisschen voller. Von daher wäre es vielleicht schlauer, von rechts nach links zu gehen oder in der Mitte anzufangen. Ich finde, wir fangen einfach in der Mitte an, weil das ist Flensburger. Ja. Und da habe ich noch gewisse Erwartungen. Und das ist wirklich als alter Flensburger. Also der Flensburger Bock sieht aus wie ein Pilz. Ja. Sieht aus wie ein Pilz, könnte ein Export sein, könnte ein Pilz sein. Schauen wir mal. Riecht sehr unspektakulär. Aber hat eine leichte hopfige Note. Also das muss man sagen. Ja. Nicht dieses Karamell-süßlich-malzige, sondern riecht eigentlich auch sehr... Riecht grasig, also, ja. also rasenmäßig. Flensburger-mäßig. Ja, ne? genau. Ein bisschen muffig, also immer dran denken, die deutschen Böcke sind klassischerweise untergärig, das kann dann immer so ein bisschen muffiger sein in der Gärung. Mal schauen. Finde ich gut. Um Welten besser als Flensburger Pilz. Also bevor ich einen Flensburger Pilz trinke, trinke ich lieber den. Also ein Flens vom Fass kann man sich mal gönnen. Das finde ich ist ein sehr klarer, würziger Bock. Nicht süßlich-malzig, also das, was stilgetreu auch ist. Genau. Der Maibock, bis du schon erklärt hast. Er hat eine schöne, also die haben alle voraussichtlich eine etwas stärkere Süße als die Regel, das ist ja beim Bock üblich, aber der hier geht nicht so in dieses Karamellmalzige, was die Farbe ja auch schon im Grunde sagt. Ja. Wollen wir dazu mal den nächsten Farbton nehmen? Das ist eine gute nehmen? Idee, wir können mal das Grillwunder dagegen Das Grillwunder, kriegen. Das ja im Grunde, ich halte mal beide nebeneinander, das Grillwunder ist farblich ganz ähnlich, aber das hier ist das Grillwunder, ist definitiv trüber, also hier und jetzt... macht in der Nase auch mehr. Oh ja. Viel mehr. Da hast du schon fast leicht zitronige Noten vom Hopfen. Also zitronengrasige Charakteristik. Also der verkauft sich in der Nase schon mal erstklassig. Also ganz wunderbar. Prost. Der ist schlanker. Hat aber trotzdem Textur, Mundgefühl, ne? Ein bisschen... Die Hopfung verspricht, wie das bei guter Hopfung in der Regel so ist, in der Nase wieder ein bisschen mehr als im Geschmack. Aber das kennst du ja. Du kriegst auch was. Du kriegst Bittere mit, du kriegst was Fruchtiges. Super Bock. Also, definitiv jetzt besser als der Flensburger. Wobei der Flensburger war ja schon ein guter Einstieg. Man kann jetzt auch wirklich sagen, das ist natürlich dann so eine Preisfrage. Ja, der kostet es dreifache ungefähr. Also, genau. Man kann nicht, also eine Flensburger Brauerei kann sowas in der Größenordnung wahrscheinlich gar nicht herstellen.
Und sie wollen nicht, weil ich glaube nicht, dass die Kundschaft bereit wäre, auf einmal das Dreifache für die Flasche Flensburger zu zahlen. Ja gut, Flensburger können so ein Bier vielleicht auch günstiger produzieren, als ja, das jetzt eine Wirtauer genau, mit, genau. mit ihrem kleinen Sudwerk hat. Aber wenn sie wollten, würden sie es können. Also meistens ist es so, dass die guten deutschen Brauereien ja schon ein gutes Personal haben, aber es ist halt einfach nicht in deren Portfolio, ein Bier dieser Art zu machen. Wollen wir lieber erstmal das nehmen? Stimmt, ich wollte auch eigentlich den... den Einbecker jetzt mal. Genau, wir nehmen jetzt den Einbecker und trinken den danach im Vergleich zum Lillebock, weil die sind nämlich auch farblich ganz ähnlich. Einbecker hier. Ich finde diese Farbe ja etwas schöner, muss ich sagen. Und ja, auch farblich. Bei einem Bockbier würde ich mir, kann es auch, muss es nicht ganz so gelblich sein. Mhm. Ne? Aber Geruch ist nicht sehr überzeugend. Also tatsächlich riecht der mächtig malzig. Ja. Der riecht richtig wie Malz. Also wirklich auch wie ein Malzwerk. Ja, aber nicht. Wie eine Melzerei aber auch nicht riecht. Angenehm, finde ich. Nee, eine Melzerei riecht auch nicht angenehm. Nee, Melzereien stinken ein bisschen. Das ist genau, es ist ein bisschen. Nee, also riecht wirklich wie eine Melzerei riecht. Ich meine, in Deutschland gibt es nicht so viele Melzereien, wenn ihr mal in Bamberg seid. Die größte Melzerei in Deutschland. Die ist auch vom Bahnhof also gut zu erkennen. Ein wuchtiges Riesengebäude. Weiermann meinst du? Ja, genau, Weiermann. Da riecht es dann auch oft in großer Umgebung, also im großen Umkreis noch nach Malz. Jetzt lass uns mal testen. Oh ja, ist okay. Ist okay, hat aber also von einer schönen frühlingshaften Hopfigkeit kann nicht die Rede sein. Nee, das finde ich nämlich auch. Ja. Also es ist glaube ich, dass der Bockgeschmack, den viele schnell assoziieren, wenn sie Bockbier hören. Mhm, aber es hat für die leichte Stärke, die es ja eigentlich im gesamten Bierspektrum ist, schon eine ziemlich alkoholische Note. Mhm. Also es hat etwas Bissiges. Mhm. Einbecker halt. Und, das haben die anderen auch gehabt, ne? Wir haben die auch mal schon mal gehabt. Die anderen Einbecker. Ja, die Einbecker Bockbiere sind sehr schnell... Sprittig würde ich gar nicht sagen, aber sie haben eben diese alkoholische Note. Das ist vielleicht auch gewünscht, das ist vielleicht auch das, was die Einbecker-Fans mögen. Mhm. Ich finde das ein bisschen wenig gefällig. Also finde ich auch, er ist in Ordnung, im prinzipiell, also lieber als das Pilz würde ich ihn trinken, aber, das ist jetzt natürlich mein Geschmack, aber ich obwohl finde... Obwohl das Einbecker Brauherrenpilz das einen sehr guten Ruf hat. Ja, aber was ich halt hier jetzt eben sagen muss, ist, wenn, wie ich gerade gesagt habe, der Frühlings- oder Maibock unterscheidet sich von den anderen Böcken vor allem durch seine etwas markantere, aromatischere Hopfung und die fehlt hier. Ja, ja, gut. Ja. Gehen wir zu Lille, weil das jetzt farblich, ne Lille, genau. Weil Lille ist farblich jetzt der nächste, der dem, ich halte den Einbecker nochmal hin, hier habe ich den Einbecker und hier habe ich Lille, farblich also ganz ähnlich, aber Lille eben etwas drüber, jetzt mal gucken, wie es so riecht. Da rieche ich wieder Hopfen. Aber da auch eine Karamelligkeit und es ist von der Nase bisher das Komplexeste. Und es hat fast sogar ganz leicht bananige Noten, aber das muss doch untergärig eigentlich sein. Also es hat was auf jeden Fall für so ein... Sag mal, was haben denn da für Malze drin? Gerstenmalz. Eigentlich macht man da keinen... Genau, Gerstenmalz und Hopfen Hallertauer Mittelfrüh schreiben sie auch glücklicherweise drauf. Hefe S-23. Ja, aber das könnte das tatsächlich, das ist ein hefiger Geruch. Also der erinnert an Banane und ganz entfernt eben auch an so ein Weizenbier. Mhm. Ein bisschen lösungsmittelmäßig, also du hast hier so ein bisschen, das kann, was auch wieder darauf schließt, eher wieder ein bisschen auf eine etwas schnellere Gärung, weil ich glaube ja meines Wissens nach, dass die Untergärigen diese Noten weniger haben, so diese bisschen lösemittelmäßig. Ja, die untergärigen Biere brauchen länger. Und haben das dann eben weniger und sozusagen. Bilden weniger Nebenprodukte. Genau. Wohl aus. Vielleicht haben die hier auch absichtlich eine untergärige Hefe vielleicht ein bisschen schneller und sowas kann man ja machen. Man kann ja mit den Hefen auch spielen, sie außerhalb ihres Arbeitsspektrums sozusagen arbeiten lassen. Dann bilden die nämlich manchmal ganz interessante Aromen. Gibt es bei vielen Bierstilen. Also kann man tun, stirbt auch keiner dran. Also braucht ihr keine Angst haben. So, jetzt nochmal probieren. Also geruchlich interessant. Auch ein schöner Geschmack. Wirklich schön. Blumig. Nicht so zitrusgrasig, sondern eher so florale Noten, kann man sagen. Und auch ein bisschen, fast eher so ein bisschen gurkig. Also, weißt du, wo der eine so ein bisschen zitronig-grasig ist, ist der jetzt so ein bisschen
wirklich gemüsig, grasig. Gemüsig aber nicht. Nee, nicht gemüsig, nee, nicht gemüsig. Gemüsig so Sellerie meine ich nicht, sondern eher so ganz leicht, ganz leichte Anklänge von so einer, fast von so einer leichten. Weißt du, was ich noch eher assoziieren würde als, bitter. Als Banane oder Gurke? Mhm. Melone. Melone vielleicht. Melonenschale. Aber ist auch nur so ein, könnte man sagen, Schuss vielleicht. Ins Blaue. So. Aber gewinnt auf jeden Fall gegen den Einbäcker, ohne jeden Zweifel. Da ist ganz klar. Und jetzt ja. Zum Schluss. Bisher mein Favorit. Also, ja? Ich finde, das ist das vielseitige, geschmacklich vielseitigste Bier. Mhm. Das Grillwunder von Witthofer ist to the point. Mhm. Und der Lille Frühlingsbock spielt ein bisschen mehr. So, und jetzt unser dunkelster Vertreter, das Mönchshofer, wie nennen Sie ihn? Auch Maibock. Aus Kulmbach. Also, das ist definitiv dunkler, als ich das erwartet habe. Sehr malzig in der Nase. Ja. Ganz klar karamellig malzig. Also milder als der Einbäcker, ja. Was diese Bissigkeit angeht. Ja. Aber nicht mein Fall. Sehr, sehr getreidig, malzig, brotig. Dadurch eben auch wieder, finde ich, nicht das, was ich eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, vom Frühlingsbock erwarte. Der Frühlingsbock soll eher etwas leichter sein, schon süß, aber eben nicht so malzig, etwas stärker gehopft im Vergleich zu den anderen Böcken, die man sonst hat. Also hier auch wieder die Frage. Ein haben gutes Sie Bockbier, finde ich. Also ist eigentlich ja. ein gutes Standard-Bockbier. Hm. Stilmäßig vom Maibock eigentlich hier auch aus der Reihe am weitesten entfernt. Ja. Ist die Frage, haben die da ihren Bock genommen und haben einfach das gleiche Bier abgefüllt, einfach Maibock-Etiketten drauf, was nicht illegal ist, kann man machen. Und für viele Normalkunden, die einfach das so im Supermarkt kastenweise kaufen, auch unerheblich. Also der richtige Bockbierfreund, der einfach gerne Bock trinkt, weil das eben sein Stil ist, und der gerne einen Bock kauft, der kauft es und ist damit super zufrieden. Und der macht sich auch nicht so viel Gedanken, ist das jetzt stiltreu oder so, ist das richtig gehofft? Ist ja auch alles nicht so wichtig. Ne? Ich finde, das ist ein rundes Bier. Mhm. Mir fehlt tatsächlich dieses etwas frühlingshaft fordernde Bittere. Also das war bei den anderen, also außer bei Flensburger, da erwartet man ja auch einen gewissen herben Charakter. Das ist schon auch eher typisch für süddeutsche Biere, dass sie deutlich mehr auf der süffigen, auf der trinkbareren noch Seite richtig, sind. Richtig, richtig. Wo man eben, das ist auch ein schönes Exemplar, ne? Das ist auch eine halbe Liter Flasche. Ganz klar. Wie sich das für so ein Bier gehört. Haben die eigentlich alle die gleiche Stärke? Also der hat zum Beispiel 6,9. Der Einbäcker hat 6,5. Ist auch interessant, ne? Es hat mehr Alkohol. Der Einbäcker schmeckt alkoholischer. Auch der Flensburger hat 6,9. Lillis hat 6,5. Und Witthofer hat auch 6,5. Na gut, es ist ja alles ungefähr. Also da haben wir 6,5 bis 6,9. Ja. Das sind jetzt keine riesen Unterschiede. Mit Toleranz, also ich würde auch mir niemals zutrauen, ein Bier zu unterscheiden, ob es einen 6,5 oder 6,9 hat. Ja, das ist Quatsch. Sowas liest man nach, sowas kann man nicht unbedingt rausschmecken. Da sind so viele Faktoren, die drauf einwirken. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal die zwei Favoriten. Das Grillwunder, gib mir nochmal einen Schluck, ich möchte nochmal ein bisschen nachschenken. Das Grillwunder möchte ich jetzt gerne nochmal im direkten Vergleich zu Lille trinken. Also, wenig erwarten, wenig überraschend. Hahaha, wir sind craftbeladen, aber es ist wirklich so. Die beiden Craftböcke schmecken besser als die anderen. Klar, kosten aber, wir wissen ja, was es kostet, ungefähr das Dreifache. So, also schmecken besser, war zu erwarten. Die Frage ist nur, welcher von den beiden ist es denn jetzt? Also ich glaube, der Witthofer eher deins, ne? Ist ein Tick sauberer auch gebraut. Diese Gärnoten. Aber das kann ja auch ein Trick sein, dass sie sagen, das machen sie eben so. Also das müsste man nochmal nachlesen. Die Hefe, die sie angegeben haben, extra, das ist vielleicht auch ein bisschen der Wunsch, da so eine, nennt man das phenolisch oder so, diese Note reinzubekommen. Ich mag das lieber hier, das Lille, Grillwunder ist das Bier, was sich am weitesten von
dem entfernt, was ich für Bock Ach so, an Wahrnehmung habe. Ja, also ich finde es ein super Bier, ist super lecker. Aber beim Frühlingsbock von Lille kommt dieser Bock-Charakter noch am ehesten durch. Und von den Industrieböcken auf jeden Fall das Flensburger, mein Favorit. Nicht nur, weil ich da aufgewachsen bin, sondern auch, weil es diese Idee eines Maibock am besten verkörpert. Ja. Es ist frisch, es ist hell, es ist hopfig. Ja. Also im Grunde ist es sogar zu sagen, das Grillwunder, die trübe Variante quasi des Flensburgers, die Steigerung des Ganzen, beide sind nämlich tatsächlich von der Schwere, von der Süße, vom Körper her ganz nah beieinander. Mhm. Aber der Wittorfer hat deutlich schönere Hopfennoten, wobei der Flensburger ja auch merkliche Hopfenaromatik hat, aber der Wittorfer ein bisschen mehr. Und beim Körper, also bei der Farbe und bei der Malzigkeit, sind auch der Lille in Trüb und der Einbecker in Klar ganz nah beieinander. Wobei der Lille eben etwas diese phenolischen Noten hat, wie du sagst, und der Einbecker so ein bisschen die alkoholischen Noten. Ja. Aber auch hier im direkten Vergleich, wer es also ein bisschen malziger mag, wenn es wieder um Aromatik ein bisschen geht, gewinnt auch hier die Lille Craft Beer Variante deutlich gegen die Einbecker Variante. Und der Mönchshofer, der dunkelste, der fällt eigentlich im Vergleich zu den anderen ziemlich raus, weil er schmeckt eigentlich nicht nach Hopfen. Da ist eigentlich kein Hopfen irgendwie festzustellen. Das Bier ist weder bitter, noch hat es eine besondere Aromatik. Also die Bitternote ist wirklich ganz, ganz, ganz gering. Ist eigentlich der normalste Bock von allen. Ob da jetzt ein Maibock ist oder nicht, würde keiner merken. Ist ja auch, muss ja auch vielleicht auch nochmal sagen, in Relation zu den anderen Bieren einer Brauerei. Wir haben jetzt keine anderen Bockbiere von Mönchshof am Start. Vielleicht ist er ja heller als deren Standardbock. Genau, wir haben jetzt gerade nichts hier zum Testen. Das, ja. Das kann man jetzt schwer sagen. Aber ziemlich klares Ergebnis, finde ich. Bockbier, gerade Maibock, relativ große Bandbreite, kann man sagen. Also nicht nur farblich, auch geschmacklich. Und natürlich die Kleinauflagen, die handwerklich produzierten, die auch mit wahrscheinlich entsprechenden Zutaten und Prozessen ausgestatteten Kreativbrauer gewinnen das Rennen. Das war im Grunde abzusehen. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat es euch gebockt? Habt ihr Bock auf Bock? Schreibt uns mal rein, was ihr für gute Maiböcke gut findet. Oder ob ihr irgendwelche Spezialböcke oder sowas kennt oder sowas. Ansonsten, ihr könnt es uns auch zuschicken oder so. Dann machen wir irgendwie mal ein Video draus. Wir haben mal verschiedene krasse Bockbiere oder so. Schickt uns ruhig mal Bier zu. Abonniert den Kanal. Das sowieso. Lasst einen Daumen da. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, macht nicht nur einen Daumen drunter, sondern schreibt auch rein, warum es euch nicht gefallen hat. Das hilft uns nämlich. Und ansonsten, adios. Howdy und tschüss.